So, und weiter geht's mit Another World. Jawohl, nach etwas... Alter Vater, was ist denn da passiert? Okay. Damit habe ich nicht gerechnet, gebe ich zu. Nach ein wenig, problembehafteten, Situationen sind wir jetzt weitergekommen und stellen fest, dass es nicht besser aussieht. Jetzt weiter. Heiliger Bimbam! Okay. Also hier heißt es, glaube ich, dann erstmal einfach nur wegrennen. Wegrennen können wir. Das sind die sehr böse auf uns. Uiuiuiuiuiui. Ich habe leider keinen Plan, was ich hier tun soll. Okay. Scheiße. Flums. So. Also oben ist hier irgendwas, ne? Ihr seht's. Ja, ich wollte mich vorher umdrehen und ein Schutzschild machen, aber es hat leider nicht funktioniert. Ab und zu, also gerade jetzt hier, der möchte unsere Eingaben nicht immer in die Tat umsetzen. Also ist ein bisschen hakelig. Aber auf jeden Fall noch im, vertretbaren Rahmen. Dankeschön. Unser Kollege hat uns gerettet. Wie lieb. Aber jetzt hat er sich selbst umgebracht. Heiliger Bimbam. Wie geht's denn direkt weiter? Okay. Gefangen genommen. Es ist so dumm. Ihr hört das. Es hört sich an wie Bitch. Okay, unser Kollege ist tot. Das wollen wir natürlich nicht. Ne, wenn die fetten Viecher zuschlagen, dann hören sich das einfach an wie, Bitch-Slaps, ne? Das ist lustig. So, müssen wir mal hier lang. Mann! Okay. So. Einmal da entlang, unseren Kollegen helfen. Mein Gott, ey. Das ist aber auch blöd, dass man das nicht sieht, was da abgeht, ne? Aber solche Szenen zum Beispiel, dass da einfach eine Sequenz im Gameplay stattfindet, das gab es damals nicht häufig. Alter, ich krieg's nicht geschissen. Ich krieg's einfach nicht geschissen. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Hui! Alter! Okay, es geht ganz schön tief runter. Das hab ich nicht gerechnet. So. Nochmal. Lalalalala. Lalalalalala. Was? Oh, Alter! Das Böse ist auch, man kann auch kein Schutzschild machen, ohne dass jemand nicht schon vorher noch einen Schuss abfeuert. Und dann sehen die Spacken mich natürlich. Kackfresse. So, zufrieden. Guck mal, da oben ist doch was, da kannst du was dran ziehen irgendwie. Willst du das nicht haben? So. Was geht? Hallo? Ja? Ups. Ja, dankeschön. War doch klar. War doch klar. Ja, das muss man natürlich wissen. Ne? Das muss man natürlich wissen. Das war ja mit dem Trial and Error gedöns, ne? So, hepp. Na ja, komm, wir machen einfach schon mal den hier. Hui. Leck mich. Ach, fuck. Schade. Ich dachte, das Ding hat vielleicht keinen, Screen-übergreifendes Gedächtnis, habe ich gehofft. So. Aber einen haben wir schon mal gehabt. Einen haben wir schon mal gehabt. Ist doch nice. Ich krieg dich doch gescheit. So, flupp. Ja, das ist nicht zu glauben.
Ich kann natürlich die ganze Zeit schießen, ne? Und dann hoffen, dass ich treffe, aber... Ich finde das Schießen hier halt wirklich nicht einfach. Weil irgendwie... Das ist ja auch so ein bisschen Zufall, ob man jetzt trifft oder nicht. Ich krieg das Kacken, Alter. Und die sind auch so schnell, ne? Die können so schnell reagieren. Wenn das Schild vorbei ist. Das krieg ich nie hin. Komm, krieg deine Mutter. Alter, wieso hält deren Schild auch tausendmal länger als meins? Das ist doch blöd. Das ist doch blöd. Alter! Vor allem, die machen ein Schild und können, weil die einfach Affenarme haben, direkt durch das Schild durchschießen, ne? Und ich muss dann immer erstmal einen Schritt nach vorne gehen. Das ist doch kacke alles. Das ist doch echt alles kacke. Und jetzt zum Beispiel, als ich den Fetten abgefeuert habe, ich habe... Ihr habt ja gesehen, meine Waffe war ja noch im Anschlag. Und ich bin einfach zu schnell für das Spiel. Das ist wirklich das Problem, ohne Scheiß. Ich bin zu schnell für das Spiel. Wenn der Schuss abgefeuert ist, drücke ich direkt wieder X, ne, damit ich denke, okay, jetzt kann ich schon mein Schild aufladen oder nächsten Schuss oder was auch immer ich aufladen möchte. Aber der Typ sagt, nee, Moment, du musst die Information erstmal verarbeiten, hallo? Und seht ihr, das meine ich halt, ne? Ich kann halt nicht durch mein Schutzschild durchschießen. Es ist einfach scheiße. Weil hier so einen evolutionären Spacken am Hals hab hier. So, fick deine Mutter. So geht's natürlich auch. Okay, so sah es damals aus. Auch schon so mit so Kirchenglasoptik. Wäre gut zu wissen, wenn ich jetzt wüsste, was mich erwartet, heiliger Bibel. Ja. Okay. Wie ist es zugemacht? Okay. Das war keine gute Idee, verstanden. So. Oder okay, das war jetzt unkritisch. ja, das war nicht so praktisch. Ich hänge gerade ein bisschen fest. Der ist kein Problem. Warte mal. Vielleicht brauche ich den doch. Wer weiß. Kannst du mich mal bitte töten? Irgendjemand? Genau. So zum Beispiel. So. Genau deswegen, weil ich glaube, ich brauche irgendwie die Minen von denen. So. Ah, guck mal hier. Ah, nice. Ist das kaputt gemacht? Hm. Bringt alles nichts. Heiliger Bimmer, okay. Ach komm! Ernsthaft? Okay, ist gut. Was ist das denn?
Ja, kann ich mich auch töten. Dankeschön. Warum? Hä? Nur weil ich die jetzt gesehen hätte, die Bombe, ist jetzt nicht gekommen, oder was? So, die müsste jetzt aufgesprengt sein, genau. Was? Es war noch nicht genug? Ach komm. Ach guck mal, da gibt's gar ein paar Unterschiede wieder, ne? Nice. Hui. So, zack. Also drei mindestens, ne? Drei von den Moppets brauche ich. Ich bin ja zu blöd zum Springen, Alter. Ich halte es nicht aus. Was denn? Kannst du mal, dich mal bitte für irgendein Verhaltensmuster entscheiden? Ich krieg zu viel, ohne Scheiß. Es ist ohne Witz nicht so einfach zu springen, wie es aussieht. Okay, ganz ruhig. Weil es ist halt, der Sprint-Button ist halt auch der Schuss-Button, ne? Das ist halt ein bisschen blöd. Das dürfte doch wohl reichen, oder? Ja. Aber ich kann das nicht ausschalten. Ich kann das hier nicht ausschalten. Ach, ich halt's doch nicht aus. Willst du mich eigentlich verarschen? So, dankeschön. Mach doch einfach deine fucking Bomben. Nein, Bomben! Ja, komm, komm. Mehr davon. So, dankeschön. Hui. So. Stopp. Hammer time. Da gibt's auch einfach kein Muster, ne? Kann das sein? Ich krieg zu viel, Mann. Alter. Ja, ich kriege hier nicht zu viel, Mann. Ich bekomme zu viel. Bomben, 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 Bomben. Alter, was soll das? Wieso macht der... Das meine ich halt mit Verhaltensmuster. Die machen halt irgendwie, was sie wollen. Ist ja okay. Beste KI, die es gibt, auf jeden Fall. Aber wie soll ich so weiterkommen? Das funktioniert so nicht. Ja, so ist okay. Bisschen schießen, bisschen Bombe. Ich treffe halt erst nach dem vierten Schuss. Hallo? Alter, das ist doch eine Scheiße hier, echt. Oder soll ich einfach nur ein paar Bomben, dass sie dann nach unten fallen oder sowas? Ich bin gerade so ein bisschen auf dem Holzweg. Gebe ich zu. Ich würde sagen, das reicht jetzt mal langsam, ne? Kann ich denn hier nichts mitmachen, Mann? Das nervt. Unser Kollege hängt ja immer noch ab, fällt mir gerade ein, ne? Was? Wieso konnte der mich fünfmal nicht treffen und beim sechsten Mal schon? Das ist doch alles ein. Das ist doch alles Humbug. Humbug, tatsächlich. Ja, komm, ich lasse das mal eben. Ich frage nur, was die Schüsse da im Hintergrund machen. Hat es irgendeine Bewandtnis? Passiert hier irgendwas? Nee, ne? Okay. Außer es soll Löcher kommen. Fällt mir da jetzt auf jeden Fall erstmal nichts auf. So. Na, jetzt hängen wir auf jeden Fall ein bisschen, ne? Man kann da nicht dran vorbei. Also das ist, glaube ich, das wird getriggert. Hier muss ich da oben die fucking Tür zukriegen. Irgendwie. Ich weiß noch nicht wie. Ja, mach fertig hier. Einer reicht nicht. Warum gehst du den jetzt kaputt? Ey, es ist doch so lächerlich. Wirklich.
schon wieder tft. Und geht hier auf die Tür. Uiieieiei. Okay, alles klar. Ne, ich komme hier nicht weiter. Tut mir leid. Also da muss ich mich mal ein bisschen schlau machen. Ach, leck mich doch. Ich habe gerade wirklich keine Idee. Da unten kann ich halt 20 mal runtergehen und 20 mal abschießen lassen, aber es bringt alles nichts. Das habe ich zerstört. Oder auch nicht. Hm. Hm. Alter. Keine Ahnung, was das bringt, dass sie abhauen. Guck mal, ich hab's überlebt. Ja, nein! Hat ihn am Leben zu lassen, bringt auch nichts. Das bringt gar nichts. Hm. Also es wird jetzt hier auch der letzte Versuch sein. Ich muss leider nachgucken, ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Wie gesagt, zurückgehen bringt nichts. Aber die einzige Möglichkeit, die ich jetzt vielleicht noch sehe, ist vielleicht, einfach mal runterzufahren, ob hier noch irgendwo eine... Nein, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr, was für mich interessant ist, okay. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Nee, kein Plan leider, also... Jetzt habe ich hier schon so begrenzte Fähigkeiten oder Möglichkeiten, besser gesagt. Fähigkeiten, die sind sowieso bei mir immer sehr stark begrenzt. Ich schaffe es trotzdem nicht weiterzukommen. Es tut mir leid. Ich weiß, ob ich hier irgendwas mitmachen muss. Aber ich kann damit nichts machen. Das ist das Blöde. Ich kann dagegen schießen, ich kann ein Schild machen, ich kann mit einem fetten Schuss dagegen schießen. Das interessiert das Ding nicht. Und das nervt. Und hier, wie gesagt, hier werde ich direkt zerschnetzelt. Bis zum geht nicht mehr. Ich dachte, dass da oben das Blinkelämpchen, da ist irgendwie so ein Bewegungsscanner, aber... Guck mal, jetzt haben wir hier sogar mehr Details. Wie geil ist das denn? In der alten Grafik. Auch nicht schlecht. Kirchenglocken draußen gerade. Ja, ich will nur einen Versuch wagen. Oder mach ich ein Schild, Idiot. Ne, auch beim ersten Schuss tot. Ne, gut, kein Plan. Wie gesagt, ich muss einmal nachschauen. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Bringt aber nicht, wenn ich das jetzt machen würde, weil bis nächste Woche würde ich das wieder vergessen. Bis nächste Woche Samstag sind nur 6 Tage. Ärgert mich trotzdem ein bisschen, dass ich jetzt hier nicht weiterkomme. Aber ey, wir haben trotzdem, also ich glaube, ohne Witz, mit der nächsten Aufnahme werden wir das Spiel schon fast beenden können. Wenn es sich dann schon sogar beendet ist, weil es ist wirklich nicht sehr lang. Also wir müssen jetzt noch durch die Stadt kämpfen und dann kommt, glaube ich, wirklich nicht mehr viel. Und dann haben wir es schon geschafft, ne? Aber ey, ich finde das Spiel trotzdem richtig, richtig geil. Ich finde das richtig charmant. Ich mag die, das Minimalistische, also gerade das akustisch-minimalistische, ne? Dass die hier offensichtlich dann auch kommunizieren können, die Aliens, ne? Die Musik die ganze Zeit dabei, die Grafik finde ich auch immer noch richtig, richtig schön. Ja, gameplay-technisch bietet es halt nicht so viel, ne? Es ist ein bisschen hakelig alles, auch wie bei Heart of Darkness. Aber es lässt sich spielen und meistens scheitert man daran nicht, weil man mit der Steuerung nicht klarkommt oder weil die Steuerung zu schlecht ist, sondern weil man einfach die falsche Lösung gerade anstrebt, so wie ich es hier die ganze Zeit offensichtlich mache. Weil ich habe keinen Plan, was ich hier tun soll. Das macht mich fertig. Ah, ich muss irgendwie nach da unten hin. Ja, ich weiß, ich versuche es gerade nochmal, aber es ist mir egal. Dann versuche ich es halt nochmal. Gut, währenddessen würde ich trotzdem mich schon mal verabschieden wollen. Ja. Oder sowas passiert halt, ne? Wo man einfach nichts machen kann. Weil der Spacken einfach keinen Bock mehr hat, das zu machen, was er machen soll. Egal. Ja, das war's auf jeden Fall, wie gesagt, für heute mit Another World. Mit der ersten und wahrscheinlich, wie gesagt, vorletzten Aufnahme. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, das Spiel gefällt euch auch. Wie gesagt, ich schätze mal, ich werde immer so bei 8 bis 10 Parts irgendwo rumeiern. Und dann werden wir auch schon durch sein.
Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Dann auch die zweite Hälfte des Spiels mit mir zusammen erleben werdet. In der Hoffnung, dass ich dann nicht ganz so hart verkacke wie heute. Der Anfang ging, in der Mitte haperte jetzt dann ein bisschen. Dafür läuft es jetzt richtig, richtig schlecht. Aber egal. Gut, das war's dann, wie gesagt, für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal nicht hier an der Stelle, sondern hier an der Stelle mit heilem Boden wieder. Also bis dahin und tschüss.